Du willst einen tollen Sonnenuntergang mit einer stimmungsvollen Nachtwanderung verbinden? Dann habe ich am Beispiel dieser wunderbaren Tour im Wienerwald gleich 17 Tipps, wie das auch bei dir zu Hause mit einfachsten Mitteln ein unvergessliches Erlebnis werden kann. Ja, wenn man meine Videos kennt, dann wird dieser Ort bekannt vorkommen. Wir sind in Bad Vöslau bei der Waldandacht. Und von dort aus haben wir heute eine kleine Abendtour geplant, mit hoffentlich Sonnenuntergang und dann schönen Blick von der Jubiläumswarte in Richtung Bad Vöslau und ins Wiener Becken. Ja, und da nehme ich auch mit, da über diesen Rücken hinauf. Das ist ein Weg. Das macht nichts. Da werde ich dir dann einen Weg zeigen. Deswegen schauen die Leute auch meine Videos, damit sie mich was erfahren, was sonst nicht wissen, wenn sie auf die Karten schauen. Von da aus, das ist das Jubiläumskreuz, gehen wir auf die Vöslau-Hütte. Jubiläumswarte. Und von dort aus steigen wir ab in Richtung Bad Vöslau und gehen da wieder eine Runde zu unserem Auto zurück. Schau, wir sind noch nicht nostalgisch, der Beethoven-Wanderweg ist da angeschrieben. In seiner ganzen Pracht. Ja, wir planen meine Sonnenuntergangstour. Es ist ganz einfach, man geht irgendwo hin, wo die Sonne untergeht, schaut sich das an, dann geht man wieder heim. Also dazu braucht es mich wirklich nicht, oder? Ja, damit eure Sonnenuntergangstour aber trotzdem zu einem Erlebnis wird, gibt es aber ein paar Punkte zu beachten, die man sich vielleicht im Verlauf der Tour noch anschauen. Ja, das Erste, was man bei der Auswahl für so eine Sonnenuntergangstour beachten sollte, ist die Jahreszeit. Wir haben in dem Fall uns das frühe Frühjahr ausgesucht, weil da ist der Wald noch ziemlich durchsichtig. Und unsere Tour, die fällt nicht allzu hoch aus. Und da, wenn man vielleicht noch einen schönen Blick durch die Bäume durch hat, ja, haben wir einfach gesagt, wir gehen noch bevor die Blätter ausgetrieben sind, aber zumindest wenn schon ein bisschen was blüht. Schau, da vorne ist die Becherhütte. Da können wir jetzt nach links. Habe ich mir gedacht. Aha, weil ich das nämlich vorher auf der Karte gezeigt habe. Plant eure Tour mit entsprechenden Zeitreserven von mindestens 20% bzw. 30 Minuten. Nichts ist unangenehmer, als wenn man dem ersehnten Ereignis entgegenhetzen muss und auch die Unfallgefahr steigt. Also, falls ihr es noch gehört haben solltet, Sonnenuntergänge finden abends statt. Und um welche Zeit genau, das könnt ihr für eure jeweilige Location eh bei Google direkt erfragen. Braucht euch eigentlich nur mehr den Anfahrtsweg und den Zustiegsweg zu einer schönen Anhöhe, von der aus ihr den Sonnenuntergang beobachten wollt, richtig einplanen. Und schon kann einer gelungenen Tour fast nichts mehr im Weg stehen. Ja, der nächste Punkt, den es zu beachten gibt, ist Hangexposition. Je nach Jahreszeit wollt ihr ganz sicher nicht in der prallen Sonne aufsteigen. Und damit sucht man sich am besten eine Tour aus, wo man diese Anhöhe, naja, von Osten aus erreicht oder vielleicht auch von Norden aus. Selbst wenn Hitze kein Problem darstellt, dann ist ein Anstieg, wo man die Abendstimmung die ganze Zeit auch sehen kann, meist die schönere Wahl. Am besten ist, ihr sucht euch irgendeine Wetterlage aus, wo es zum Beispiel Rückseitenwetter gibt, nach dem Durchzug einer Kaltfront, weil da habt ihr ganz leichte Wackel und eine sehr klare Luft. Das haben wir heute nicht so optimal gemacht, aber wenn ich in Zeiten wie diesen mit wochenlangem schönem Wetter auf den Durchzug einer Kaltfront warte, warte lang. Wählt euch ein bisschen ein abgeschiedenes Ziel. Wir sind heute an einem schönen Samstag unterwegs, das heißt, normalerweise wären da durchaus sehr viele Leute zu erwarten. Wir haben uns aber was ausgesucht, was längst nicht unbedingt jeder kennt. Mit ein bisschen Recherche wird sicher in eurer Umgebung ausfinden, was diese Kriterien erfüllt. Wenn ihr tatsächlich eure erste Nachtwanderung unternehmen wollt, dann wählt die Tour aber auch nicht extrem abgeschieden und geht aus Sicherheitsgründen vor allem nicht allein. Zur Zeit des Sonnenuntergangs ist der Temperaturunterschied am höchsten. Überhaupt, wenn sie dann noch zusätzlich auf einen Berg hinaufsteigt, kann euch ganz rasch ziemlich kalt werden, wenn sie dann nämlich den Sonnenuntergang im Sitzen oder jedenfalls bei einer Pause genießen wollt. Und daher nehmt euch ausreichend Reserven beim Gang mit. Mit einem Jackerl und am besten auch einen Windschutz ist man ganz gut ausgerüstet. Ohne kann sich euch das Erlebnis ziemlich vermiesen. Nehmt euch für den Sonnenuntergang ein kleines Picknick mit, denn ihr wollt ja sowieso ein bisschen Zeit dort verbringen und ihr könnt ja auch
mit Schmausen und Trinken verbringen. Um das Erlebnis eines Sonnenuntergangs festzuhalten, braucht ihr nicht unbedingt eine Batzenausrüstung. Nehmt doch einfach die Kamera von eurem Smartphone, das ihr dabei habt. Und da ist am besten, nehmt euch entweder ein Stativ, was ich habe mit, nämlich so ein Reisestativ zum Auszügen, ja, oder selbst ein ganz Mini-Stativ für ein paar Euro. Tut den Job ganz wunderbar. Ja, alles richtig gemacht, oder? Das ist eine Aussicht. Das Jubiläumskreuz erreicht noch ziemlich genau einer Dreiviertelstunde. Wir waren fast zu schnell. Wieso? Ja, weil du jetzt lang genießen kannst, den Sonnenuntergang. Ja, das Jubiläumskreuz kann sich einer wunderbaren Aussicht rühmen. Da sieht man jetzt schön bläulich und immer blasser werdend das Panorama der Voralpen und im Hintergrund den Schneeberg. Was, du hast nicht vor lauter Fahrt essen? Schau, Peter, wurscht dich. Das ist ein Jammer mit dir. Mit Stativ machen die meisten Smartphones heutzutage auch im Abendlicht recht vernünftige Zeitrafferaufnahmen. Probiert die Handhabung aber im Vorfeld aus, um Frust und Hektik zu vermeiden. 30-fache Geschwindigkeit eignet sich meist ganz gut für sowas. Und wenn ein zweites Handy mit dabei ist, fangt die Stimmung doch auch mit zusätzlichen Fotos und Videos ein. Wunderschön. Gell, war richtig cool. Ja, ihr seht, man kann gut dschungeln, wenn man nämlich zwei identische Kameras mit hat. Ja, jetzt ist aber die Tour noch nicht vorbei. Deines wartet noch Abstieg und den muss man auch richtig organisieren. Sonst wird es in der Finstern nämlich problematisch. Und außerdem habe ich noch ein paar weitere Tipps für euch. Wir verlassen also das Jubiläumskreuz wieder in Richtung der Fürslauerhütte und machen uns dann weiter auf den Abstieg über die Jubiläumswarte nach Bad Fürslau hinunter. Nachdem ihr beim Sonnenuntergang ganz sicher später dann in die Dunkelheit geraten werdet, ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich einen Abstiegsweg überlegt, der möglichst wenig anspruchsvoll ist. Ja, davon gibt es eine mögliche Einkehr in der Fürslauer Hütte. Die lassen wir huldvoll aus. Schau, wir sind hier. Ja. B5A können wir gehen bis zur Jubiläumswarte. Sucht euch ein Sekundärziel, das auch bei völliger Dunkelheit noch was hergibt. In unserem Fall wird das die Jubiläumswarte sein. Ihr werdet erstaunt sein, was sie da für Fotos und was sie da für tolle Videos noch machen lassen. Nehmt euch unbedingt eine Lichtquelle mit, und zwar in Form von einer kleinen oder auch größeren Stirnlampe. Ihr werdet dankbar dafür sein, dass ihr die Hände frei habt, wenn ihr Stirnlampe benutzt. Ja, und falls euch doch irgendwas passiert, dann werdet ihr mit einem Licht auch wesentlich schneller gefunden. Bad Fürslau über Harzberg, da wollen wir hin. Wir haben uns an den Tipp gehalten, dass wir auf einer möglichst sicheren Variante wieder unseren Rückweg antreten wollen. Auch ganz so extrem sicher wie diese Forstautobahn bleibt es aber nicht. Wenn ihr euch in der Gegend nicht wirklich sehr gut auskennt, dann nehmt auf jeden Fall mindestens zwei unabhängige Karten bzw. Navigationsmöglichkeiten mit. Am besten eine auf Papier. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es sowas als Tipp geben muss, aber wir wurden auf dieser Tour eines Besseren belehrt. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ja, Fürslauer Hütte kommen wir her, gell? Ist nicht sehr aufschlussreich. Gar nichts aufschlussreich, was du hinführst. Wie schön da die Markierungen zu sehen sind auf den Bäumen. Ja, aber wo die hinführen? Das weiß man nicht, aber schau, da vorne sind auch Leute. Bad Fürslau, schau. Ja, jetzt haben wir noch Wandersleuten begegnet, die sehr unvorbereitet in die falsche Richtung unterwegs gewesen sind. Auch ohne Lampe ausgerüstet und auch ohne Kartenmaterial. Sind meine Tipps vielleicht auch nicht so unnötig, wie ich glaube. Stirnlampe zwar rechtzeitig, aber nicht zu früh aufsetzen. Solange ihr den Untergrund noch gut erkennen könnt, genießt die einmalige Atmosphäre, die sie euch in so einem dunklen Wald zum Beispiel bietet. Eine Augen, die gewöhnen sich ganz gut an die Dunkelheit. Und diese Fähigkeit, das sollte man durchaus erstens ausnutzen und zweitens trainieren. Na gut, dann müssen wir den Autos nachrennen. Die fahren nämlich in Richtung der Jubiläumswarte.
geh ins Licht. Ist ja beleuchtet wie ein Fußballstadion, he? Am Harzberg bei Nacht, gell? Mit einem tollen Turm, nämlich der Jubiläumswarte. Sehr cool. Da werden wir uns ihn aufbegeben, oder? Da herum hat man jetzt einen Vorgeschmack auf die Aussicht, die sich einem aus der Warte bieten wird. Jetzt empfiehlt sich übrigens der Einsatz einer Stirnlampe, Mama. Man darf ja durchaus auch großzügiger sein, ne? Das ist doch cool da, oder? Bei einem Licht am Meer wie diesem kommen Zeitrafferaufnahmen auch sehr gut. Aber die Beschleunigung muss deutlich geringer ausfallen als beim Sonnenuntergang. Man wird vielleicht versucht sein, eine Ultraweitwinkelkamera zu wählen. Aber auf Handys ist die Hauptkamera meist deutlich lichtstärker und die Bildqualität bei Nachtaufnahmen daher wesentlich besser. Bei so einem Rundumblick empfiehlt sich auf jeden Fall der Einsatz eines Drehtellers. Ja, das Aufersteigen auf die Jubiläumswarte zahlt sich echt aus. Der Blick ist unbeschreiblich und sicher nochmal ein ganz krönender Abschluss einer Tour. Für alle, denen der empfehlenswerte Turm zu beschwerlich ist, auch da gibt es ein schönes Bankerl mit einer tollen Aussicht. Gell? Schaut da den Wegweiser nach. Jetzt ist man über den Waldlehrpfad in 20 Minuten in Bad Vöslau und dann müssen wir noch zur Waldandacht zurückspazieren. So viel Licht wie nötig, aber nicht mehr. Klar, ich zum Filmen brauche jetzt viel Licht, aber ihr solltet eure Lampe wirklich schonend und sparsam verwenden. Ihr braucht die Reserve vielleicht dann, wenn doch was passiert ist. Vollste Konzentration, Bella. Wow, wow, wow. Bad Vöslau. Harzbergrunde, Auge Gotteskapelle in 600 Meter. Wenn ihr eine nächtliche Wanderung plant, bei der ihr das Gefühl habt, ihr seid vielleicht auch andere Verkehrsteilnehmer auch gefährdet, weil es irgendwo eine Straßenpassage gibt, dann achtet darauf, dass ihr reflektierende Kleidung habt. Und fühlst dich ausreichend beleuchtet? Ja, bin zufrieden. Das freut mich. Eine gemeine Esche. Ja, jetzt müssen wir da hinunter. Hoffentlich ist die nicht zu uns gemein, hm? Mhm, Auge Gotteskapelle schon. Na, das schauen wir uns jetzt an, wann es so großartig angekündigt worden ist. Also dieses überdimensionierte Matterl, da ist offensichtlich eine Kapelle. Na gut. Du schaust so komisch aus. Ich schaue so komisch aus. Ich schaue immer gleich aus. Auge Gotteskapelle gesehen, gell? Ja. Jetzt können Abgehakt. Wir endgültig absteigen nach Bad Vöslau. Jetzt müssen wir bald unten sein. Ja, sind wir. Schau, da siehst du schon die Häuser, die ersten. Den. Natürlich ist längst nicht jeder Tipper lebensverändernde Offenbarung gewesen. Und auch ohne meine Weisheiten wären die meisten von euch sicher wieder nach Hause gekommen. Doch hättet ihr an alle 17 gedacht? Waldandacht. Ja, Waldandacht, 900 Meter. Ich hoffe, es war zumindest für jeden was dabei, das er auch für eine nächtliche Unternehmung bei sich zu Hause brauchen kann. Es würde mich auch sehr freuen, wenn jemand von euch mein Video zum Anlass nimmt, selbst abends rauszugehen und davon was auf YouTube zu stellen. Und vielleicht hat ja der eine oder andere von euch noch weitere Empfehlungen für eine gelungene Abendtour. Dann schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Was könnte man an dieser schönen Sonnenuntergangstour verbessern, ha, Bella? Eigentlich gar nichts. Alles richtig gemacht und deswegen glaube ich, dass meine Tipps für euch hoffentlich auch irgendwo einen wertvollen Input geben. Und damit hast du mir, ich bin flott dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man sich mal auf einer anderen Tour.